Das kleine, aber feine Lenau-Theater in Stockerau hat nicht nur ein neues Herbstprogramm, sondern auch gleich eine neue Intendantin. Schauspielerin und Regisseurin Uschi Nocchieri folgt auf den Mentor des Theaters, Richard Meinau. Herr Bürgermeister, welche Rolle spielt eigentlich das Lenau-Theater im Konzert Ihrer Kulturtätigkeit hier in Stockerau? Das Lenau-Theater ist in seiner Vielfalt, das sich hier entwickelt hat, ein wichtiger Punkt im Kulturleben unserer Stadt, weil es vor allem für sehr viele unterschiedliche Bevölkerungsgruppen ein reichhaltiges Programm bietet und dieses Programm nach Stockerau bringt und der Besucher nicht in die Großstadt, die zwar sehr nahe bei Stockerau ist, aber doch ein gewisses Hindernis darstellt, gehen muss und dass er hier wirklich hochwertiges Theater genießen kann. Und als Einstand brachte Nocchieri ein Gastspiel des Theater Arche mit einer berührenden Rainer Maria Rilke Collage. Ach, wie meine Mutter reißt mich ein. Meine Mutter, ach, wie meine Mutter reißt mich ein. Da hab ich Stein auf Stein gelegt und stand schon wie ein kleines Haus. Um das sich groß der Tag bewegt, sogar allein. Nun kommt die Mutter, kommt und reißt mich ein. Alles entgegennehmen, doch kaum wacht man auf, hört man jemanden rufen. Die Torte ist noch nicht da. Oder aber man hört etwas zerbrechen von nebenan, wo der Geschenktisch geordnet wird. Oder es kommt jemand herein und lässt die Türe offen und man sieht alles. Lyrisch, fantastisch und aus tiefstem Herzen spürbar aufgrund des schauspielerischen Tiefgangs der Protagonisten. Will mich meines nicht mehr trösten und verstehen wie als Kind. Aber ist die Premiere in diese Richtung beispielhaft für das Gesamtprogramm? Es ist eine Mischung aus beiden. Also erstens bin ich selbst, mein Geschmack ist sehr breit gestreut, weil ich sage alles, also das Herz dahinter und die Leidenschaft der Künstler und was sie da hineinstecken, es hat alles seine Berechtigung, jede Richtung, ob das jetzt Kabarett ist, Clownerie ist, ob das Klassik ist, ob das Musik ist. Es gibt verschiedene Geschmäcker. Ich möchte gerne auch auf die Bühne bringen wie heute, einfach nicht so was so ein Publikumsmagnet ist, aber eine feine Geschichte ist. Etwas Zartes, etwas Klassisches und dann aber auch wieder gerne, und es ist auch notwendig, dass man auch wieder ins Kabarett oder eine Komödie wieder bringt, dass die Menschen auch wieder herzlich lachen können. Der Abend war gleichzeitig Anlass für den Bürgermeister, um den langjährigen Theaterleiter Richard Meinau zu würdigen. In Spitzenfunktionen, wenn man sich umschaut, Politik, Gesellschaft, auch Bürgermeister, sind wir Frauen noch weit in der Unterzahl. Und es freut mich sehr, dass die Uschi als Frau hier die Leitung übernommen hat. Wir Frauen bringen schon ein eigenes Element hier ein. Und ich denke, es ist Zeit, dass das Lenau-Theater in weibliche Hände kommt. Was ein gutes Theater sein will, das braucht auch einen spitzen Theaterwein. Wir haben uns überlegt, welchen Wein nehmen wir für den Lenau-Wein. Da haben wir das Weinviertel Elixier ausgewählt, denn das ist nicht nur Wein, sondern eine Philosophie. Und dafür gibt es auch einen Beipacktext. Das ist nicht nur eine Gebrauchsanleitung, sondern auch eine Anleitung, diese Kultur zu leben. Ja, das ist ein Wein, der größte Stadt im Weinviertel würdig ist. Die lebendigen Diskussionen nach der Premiere zeigten, dass nicht nur die Premiere gelungen war, sondern auch der Theaterwein seine Zustimmung fand. Wenn ich Künstler engagiere, habe ich immer trotzdem den Veranstalter im Kopf. Ich muss rechnen, ich muss kalkulieren.
Aber ich habe auch immer die Künstlerin im Kopf. Das heißt, ich kann mich hineinfühlen. Ich weiß auch, welchen Kampf die Künstler kämpfen. Ich weiß, mit welcher Leidenschaft sie dabei sind. Und sehr oft wirklich brotlos. Also man darf sich das gar nicht ausrechnen, den Stundenlohn, den Künstler, egal welche Richtung, hineinstecken, um das auf die Bühne zu bringen, was sie dann bringen. Kann man gar nicht bezahlen. Und das habe ich auch vor Augen. Ich möchte, dass die Künstler sich wohlfühlen bei mir. Ich möchte, dass sie sich geschätzt fühlen und gut betreut fühlen.